Ich bin bereit. Na dann, hoch die Finger. Schnick, schnack, schnuck. Was? 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 Hä? Nein, das geht nicht. Papier schlägt Stein, Stein schlägt Schere, Schere schlägt, egal. Es klingt auf jeden Fall einfach. Dumm ist nur, dass Rufus die Finger der fremden Turnierhand nicht beugen kann. So hat er zunächst kaum eine Wahl. Das gezeigte Symbol hängt einzig von der Anzahl der Finger ab. Eine intakte Hand zeigt automatisch Papier. Fehlen zwei Finger, zeigt sie immer Schere. Und eine Hand ohne Finger wird als Stein interpretiert. Erst wenn Rufus erste Finger verloren und zurückgewonnen hat, kann er diese nach Belieben an seiner Hand befestigen und wieder entfernen, um eine Auswahl zu treffen. Was? Also ich kann nur Hand wählen. Ha! Gewonnen! Du musst zwei Finger abtreten. Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Immer Schere? Ist immer Stein. Nein, das geht. Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. So, er hat sechs Finger. Das heißt, er hat Papier. Das heißt, ich muss Schere nehmen? Hä? Verdammt! Du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in die Trickkiste greifen, um zu gewinnen. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Okay. Ich kann doch jetzt schlecht vorhersehen, was er nimmt. Er hatte eben... Hat er... Nee, er nimmt eigentlich immer Schere, ne? Komm. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Ich hab fast gewonnen. Soll ich jetzt nochmal Stein nehmen? Ich weiß nicht so recht. Na komm. Ja, okay, er nimmt immer Schere. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Gewonnen! Ich hab doch gewonnen, oder nicht? Jetzt hat er keine Finger mehr, das heißt, ich brauche Papier. Unmöglich! Okay. Du hast mich besiegt! Ja, easy! Ich sag es immer wieder, leg dich nie mit Rufus an! Ich habe dich offenbar unterschätzt, aber sei es drum. Ich bin ein ehrenhafter Spieler. Und um ein Wort zu halten, das geheime Klopfzeichen geht folgendermaßen. Kannst du dir das merken? Ich weiß nicht. Kann ich es nochmal hören? Verrate es aber niemandem weiter. Niemandem außer Goal. Was war das? Ich brauche jetzt Alkohol. Ich auch. Die Ausreden sind schön. Boah, Alter, wie kompliziert sind die Pläne denn noch? Na gut, jetzt können wir runter. Wo waren das? Apotheker, Hafen. In Venedig. Okay, ich bin verwirrt. Geht's lang? Ich will...
dunkle Gasse. Ich sollte Baby Goal erst Bescheid sagen, dass wir jetzt wieder Junge. Okay, wir sind Widerstandskämpfer, soll ich hier sagen, okay. Dann machen wir das mal. Hi Goal, wir kämpfen für die Freiheit. Hm? Oh, du bist es, wie schön. Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow. Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist. Aber hey, stopp. Mist. Hm. So, muss ich gucken. Ist die jetzt da? Nee. Hä, wo ist sie denn hin? Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Scheiße, ich hab da nur was durcheinander gekriegt. Das Klopfzeichen ging... Und wieder falsch. Verzieh dich. Mist, das liegt nur an diesem schmissigen Groove, den sie auf dem Marktplatz spielen. Machen wir die Musik doch aus. Es geht tatsächlich. Ah, Gale. Hast du uns diese neue Rekrutin besorgt? Klar. Nach all den Jahren endlich ein neues Gesicht. Janosch wird ausflippen und dann auch noch eine Frau. Jetzt wird uns niemand mehr auslachen. Lass mich einfach rein, okay? Das könnte hinkommen. Na endlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich konnte mir das neue Klopfzeichen nie merken. Ernsthaft? Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Aber das ist doch die reinste Schikane. Wenn du einer von uns bist, müsstest du es eigentlich noch kennen. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Bei meinem Gedächtnis müsste ich eigentlich tatsächlich noch wissen, wie es geht. Er hat es ja vorhin einmal vorgeklopft. Na gut. Was ist jetzt? Okay, dann machen wir mal die Musik wieder an. Wahrscheinlich geht's dann wieder. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Was ist jetzt? Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Mist, ich bekomme einfach die... What the fuck? Das und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Nein, warte. Tja, mehr Glück. Ach, das gibt... Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Oh. Wolltest du nicht klopfen? Was bringt eigentlich das, in die Kiste zu steigen? So kriegt er das nicht hin. Wenn ich da aber wieder die Musik anmache, dann ist das nicht das geheime Klopfzeichen. Hä? Das könnte hinkommen, aber sicher bin ich mir nicht. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Und wehe,
Es war nur ein Klopfstreich. Wolltest du nicht klopfen? Was ist jetzt? Das könnte hinkommen, aber sicher bin ich mir nicht. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das Alte klopfen? Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Wolltest du nicht klopfen? Ich komm gleich raus. So, das reicht. Ich komm jetzt raus. Bei Klopfstreichen verstehe ich keinen Spaß. Nanu? Hier ist ja niemand. Dann war es wohl doch kein Klopfstreich. Das ist nicht das neue Klopfzeichen, Liebold. Ja, ich habe es wieder vergessen. Kann ich nicht einfach das alte benutzen? Ach, ja, okay. Aber nur, weil du es bist. Jetzt aber. Hey, das war richtig. Natürlich war's das. Na dann, worauf wartest du noch? Komm rein, die Tür ist offen. Die Tür ist... Was? Ja, mach mal. Oh Gott. Noch ein neuer Rekrut. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebührenden Schulauf und angemessene Aufmerksamkeit. Oh mein Gott. Wie war das? Was bekommt ihr? Schulauf. Und? Angemessene Aufmerksamkeit. Was ist denn so witzig? Aufhören! Nein, warte, nicht aufhören! Sind Ihre? Kannst du mir mal verraten, worüber du dich hier so kaputt lachst? Bravo, grandios. Aber mal im Ernst, was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands und kein Kinderfasching. Du bist richtig hier. Genau. Fasching war letzte Woche. Ich hatte Zahnbürsten, die mehr Widerstand gegen den Organon geleistet haben. Warum hast du sie nie benutzt? Und ihr wollt allen Ernstes gegen den Organon vorgehen? Wer vorgeht, wenn es soweit ist, haben wir noch nicht entschieden. Wir wollten Streichhölzer ziehen, aber Liebold hat angefangen zu heulen. Nicht aus Angst. Ich hatte einen Splitter in der Hand. Wow, ganz harter. Wie sieht überhaupt euer Plan aus? Das musst du Janosch fragen. Er ist der Anführer. Ich bin nur seine rechte Hand. Weiß er schon, dass an seiner rechten Hand 5 Finger fehlen? Erzähl's ihm bitte nicht. Wenn ich in der Hierarchie absteige, muss ich wieder Küchendienst machen. Hey, das ist eine ehrenvolle Aufgabe. Habt ihr in nächster Zeit irgendwelche Aktionen geplant? Freitag ist Karaoke-Abend. Ich hatte eigentlich an Unternehmungen gedacht, die den Organon zum Sujet haben. Wie zum Beispiel ein Attentat auf Amtmann Argus. Gerade letzte Woche hat Janosch aufrührerische Flugblätter verteilt. Das ist zwar lahm, aber wenigstens ein Anfang. Ja, leider hatte er nur eine Kopie gemacht und ich musste bei Garlev mit reinschauen. Wow. Irgendwie sieht ja so ein bisschen aus wie so ein fetter Robin Hood, oder? Hallo, Rekrut. Was gibt's? Es heißt Rekrut mit K. Sag ich doch, Rekrut mit G. Oh Mann. Ihr wollt eine Widerstandszelle sein? Für mich seht ihr aus wie ein Haufen Versager. Das mag dein erster Eindruck sein. In Wirklichkeit sind wir aber ein verwegener Haufen. Janosch?
Will dein neuer Freund auch einen Orangensaft? Nein, danke, Mama. Wo waren wir gleich? Bei eurer Verwegenheit. Ist ja auch egal. Wenigstens haben wir einen Plan. Einen Plan. Ich bin hier, um Goal abzuholen. Unmöglich. Sie muss mir bei wichtigen Dingen assistieren. Aha. Bitte, was muss sie? Assistieren. Sperr doch mal die Lauscher auf. Goal braucht dringend eine Operation. Im Widerstand muss man auch Opfer leisten. Und was ist, wenn sie einen bleibenden Hirnschaden davonträgt? Dann hat sie einen bleibenden Hirnschaden für die gute Sache davongetragen. Sind das etwa Pappschwerter? Was denn? Wir sind Pazifisten. Gesundheit. Oh mein Gott, Pazifisten, die für die Freiheit kämpfen. Was? Was ist denn dein Plan? Wir sitzen hier und diskutieren, essen Chips und beschweren uns über die Ungerechtigkeit der Unterdrückung durch den Organon. Und was genau wollt ihr damit bewegen? Bewegen? Wer sagt denn was von Bewegung? Naja, steckt das nicht irgendwie in diesem Wort? Untergrundbewegung? Ach so. Naja, ja. Wir bewegen uns ja auch. Die Bewegung rund um die Sonne und weg von anderen Kontinentalplatten ist damit nicht gemeint. Oh. Hm. Oh Gott. Ich habe einen Plan. Pardon? Einen Plan. Ah, ein Plan. Es klang irgendwie nach Plan. Aber wenn du einen Plan meinst, da bin ich sehr gespannt. Leg einfach deine Dias in den Dia-Projektor. Dein Plan ist Mist. Meine Güte, du kannst das Wort Plan ja nicht einmal richtig aussprechen. Wenn du einen besseren Plan hast, dann raus damit. Ich muss hier raus. Das Klo ist oben rechts neben der Haustür. Viva la Revolution! Boah. Das ist der Projektor hier, ne? Ja. Hey! Was wird denn das, wenn's fertig ist? Ich nehme die Sache jetzt in die Hand. Ihr wollt den Organon stoppen? Meinetwegen. Aber dafür braucht ihr auch den richtigen Anführer. Mit Mut, Charisma. Check. Check. Einer einigermaßen verständlichen Aussprache. Check. Kurzum, jemanden, der es zur Not auch allein mit dem Organon aufnehmen würde. Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk ist ganz charismatisch. Ich meinte mich, ihr Trottel. Bring mich nicht zum Lachen. Was qualifiziert dich denn bitte für so eine wichtige Verantwortung? Was schon? Ich habe einen Plan. Oh ja, eine Dia-Show. Das wird bestimmt super spannend. Seht her und staunt. Oh, was ist denn das? Ein Fleck? Man kann ja gar nichts erkennen. Oh. Das ist zunächst nur ein Klecks. Nur ein Klecks? Und das soll dein Plan sein? Ah nein, das ist nur das falsche Dia. Also, wenn du deine Truppen genauso würschst wie deine Wohlträge, dann gute Nacht. Janosch hat recht. Wir verschwenden nur unsere Zeit mit diesem Angeber. Oh, schade. Ich hatte mich so auf den Plan gefreut. Jetzt wartet doch mal. Das war doch nur ein Test. Es ist natürlich kein Klecks. Ja, was denn sonst? Ein Symbol? Ein Symbol. Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Wow, was für ein Schocker. Mit rhetorischen Tricks kennst du dich ja offenbar aus. Aber hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die habe? Hier. Was ist das? War das die Organon-Basis oder Stützpunkt? Ich glaube die Basis, ne? Oder war das der Sprengturm? Ich glaube, das war der Sprengturm. Das ist ein Organon-Sprengturm.
Der finstere Fiskus hat solche Basen rund um den Planeten verteilt. Das ist beunruhigend. Ich hab Angst. Ich verstehe das nicht ganz. Warum sollte der Organon solche Türme bauen? Was ist der Zweck dieser Basen? Dann denke mal, der Organon will Deponia in die Luft sprengen. Was? Aber bist du dir da ganz sicher? Hundertprozentig. Es ist wahr. Der Auftrag kommt vom Elysianischen Ältestenrat. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Unfassbar. Aber was wollen wir dagegen unternehmen? Was wollen wir dagegen unternehmen? Wir müssen uns wehren, eine Offensive starten. Ist das hier nicht dasselbe? Sie attackieren, sie angreifen. Wir müssen uns wehren. Wir müssen eine Offensive starten. Ist doch alles dasselbe. Wir müssen eine Offensive starten. Ein Angriff auf den Organon? Bist du denn des Wahnsinns? Wir wissen ja nicht einmal, wo wir zuschlagen müssen. Wissen wir doch. Okay. Ich muss das nur kurz mal mitschreiben. Das ist die Position eines der Organon-Basen. Das sind die Koordinaten. Das hier ist die Position einer dieser Organon-Basen. Sie ist das Ziel unserer ersten Aktion. Wow! Der Mann ist wirklich gut vorbereitet. Ich dachte, es gibt hunderte von Sprengtürmen. Warum sollen wir ausgerechnet den da angreifen? Argus will hier eine Bombe. Was? So nicht egal. Abwerfen und dadurch den Lebensraum um den Ozean entvölkern. Es gäbe keine Überlebenden. Diese erste Bedrohung abzuwenden hat also oberste Priorität. Wie schrecklich. Rufus hat recht. Wir müssen das um jeden Preis verhindern. Aber was dann? Was ist mit all den anderen Bombentürmen? Wir haben noch einen Joker in petto. Die Aufstiegscodes. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, ich mach das schon. Oh, jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Ein Organon-Sprengdurm. Okay, sprengen. Oh, mein Bauch! Er hat es schon wieder getan. Dabei war es gerade so spannend. Ich bin empört. Roll die Oh Mann, so ein... Na gut. Also müssen wir das so durchgehen, dass Rufus wahrscheinlich nicht lacht. Haben wir ja Schwamm, ich wette, und er gibt immer hin. Ich dachte, die Schwurfe reiß. Nein, ich bin ganz ernst. Na gut. Was? Ganz ernst. Also, Symbol. Ein Symbol. Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Ja. Was? Ja. Weiter. Hier. So, Sprengturm kann ich nicht nehmen.